Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Lovic und heute gebe ich dir ein kleines Update zu meiner Reihe von 0 bis 100.000 Euro. Und auch wenn nur eine Kleinigkeit passiert ist, ist es für mich etwas ganz Großes. Und für dich wäre es in deiner Situation auch etwas ganz Großes. Wenn du also wissen willst, was das ist, dann bleib bis zum Ende dieses Videos dran und wollen wir wie immer nicht lange drum rumreden und fangen gleich mit dem eigentlichen Thema des Videos an. Los geht's! Wir befinden uns auf der Seite, wie du wahrscheinlich auch schon sehen kannst, 0-projekt.de. Für alle, die dieses Projekt verfolgen und diese Seite bereits gesehen haben, hat sich seit dem ersten Mal, dass ich diese Seite vorgestellt habe, einiges getan. Sowohl inhaltlich als auch produkttechnisch. Ich habe zusätzlich sehr viele YouTube-Banner hochgeladen, sehr viele Visitenkarten-Designs hochgeladen, die ich jetzt zum Verkauf anbiete. Zusätzlich habe ich das Ganze etwas visuell optimiert, dass man jetzt auch sehen kann, wie die Banner sich jetzt auf den einzelnen Endgeräten verhalten. Dieses Banner, was ich hier verkaufe, das sieht in der Vollversion, in dieser kompletten Breite, nur auf dem Fernseher so aus. Auf einem kleinen Display sieht das so aus, auf einem Tablet sieht man nur diesen Ausschnitt und auf einem normalen Bildschirm sieht man dann diesen dunkelroten Ausschnitt. Deswegen habe ich das Ganze etwas optisch optimiert, habe einige Banner hinzugefügt. Ich scroll hier einfach mal ein bisschen runter, während ich hier rede. Und heute ist eigentlich nur eine Kleinigkeit passiert, aber für mich, und das war erst gerade eben, also 10 Minuten bevor ich dieses Video hochgeladen habe, ich möchte euch ja wirklich live auf dem Laufenden halten, ist wirklich eine Kleinigkeit passiert, die für mich sehr bedeutend ist für dieses Projekt von 0 bis 100.000 Euro. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier einige Banner hochgeladen und diese Kleinigkeit, die passiert ist, ist, dass ich meinen ersten Verkauf hatte. Du sagst jetzt wahrscheinlich, okay, das Projekt läuft jetzt schon 2 Wochen oder so und du hast jetzt erst den ersten Verkauf. Es gibt unzählige Videos auf YouTube, wo Leute innerhalb von 2 Wochen 10.000 Euro verdient haben, 100.000 Euro verdient haben und so weiter und so fort. Das Ganze ist wirklich nicht realistisch, wie es in den anderen YouTube-Videos vorgestellt wird. Das sind wirkliche Profis, die das Ganze schon 100-mal gemacht haben oder das Ganze ist nicht wirklich real oder zeitgetreu, also das ist wirklich schon lange im Voraus passiert oder sie haben deutlich länger gebraucht dafür, als sie eigentlich sagen. In meinem Fall ist das Ganze allerdings 100% real und in meinem Fall ist das auch 100% nachahmbar. Ich mache das Ganze wirklich Schritt für Schritt, ganz langsam, sodass es auch jeder da draußen nachvollziehen kann, wie das Ganze funktioniert, wie ich die 100.000 dann am Ende erreicht habe und wie du das für dich selbst umsetzen kannst, um dieses Ziel von 100.000 Euro auch zu erreichen. Also ist für mich der erste Verkauf ein großer Schritt in die richtige Richtung. Und solltest du dein eigenes Business aufmachen, wird sich der erste Verkauf für dich auch super gut anfühlen. Wie ist jetzt allerdings der erste Verkauf zustande gekommen? Ich habe verschiedene Methoden ausprobiert. Ich habe ja bereits vorgestellt in einem Video davor oder in 2 Videos davor, dass ich große YouTuber angeschrieben habe und kostenlos für diese Banner erstellen möchte, YouTube-Kanal-Banner, weil es gibt ja auch viele große YouTuber, komischerweise, die sehr, sehr schlechte YouTube-Kanal-Banner haben oder auch keine Beschreibung, auch wenn das jetzt nichts mit meinem Business zu tun hat. Viele Leute da draußen optimieren ihren YouTube-Kanal einfach nicht, möchte ich sagen. Und das habe ich mir dann zunutze gemacht, die Leute angeschrieben und für die Leute Banner erstellt. Allerdings wurde ich dann nie erwähnt. Ich habe oft darauf hingewiesen, dass ich gesagt habe, ich erstelle dir gerne kostenlos ein Banner. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich dementsprechend dann nachher erwähnen würdest oder empfehlen würdest oder zumindest verlinken würdest. Allerdings ist das Ganze nie passiert. Und ich denke mal, wenn die Seite jetzt langsam ins Rollen kommt, dann werden die Influencer auch dementsprechend meine Seite verlinken, weil sie auch gewisses Potenzial sehen. Oder ich biete den Influencern an sich einen prozentualen Anteil am Gewinn durch Umsatz, der durch sie dann entstehen würde. Ja? Jedenfalls habe ich das ein bisschen ausprobiert, habe dann Kanalbanner erstellt, die auch eingesetzt worden sind, die mich allerdings nicht verlinkt haben. Und ich möchte jetzt keine YouTuber zeigen. Die YouTuber haben mich auch nicht unterstützt, dann würde ich jetzt auch gerne, ungern diese YouTuber dann auch hier noch empfehlen im Video. Jedenfalls habe ich das mal probiert und die Leute haben mir leider nichts dafür zurückgegeben. Dann habe ich gesagt, okay, ich kümmere mich jetzt lieber erstmal um etwas anderes. Dann habe ich die Seite optimiert, mehr Produkte hinzugefügt, wie gesagt, dieses
Design-Layout erstellt für die YouTube-Kanal-Banner, mehr Blogbeiträge erstellt. Dann habe ich Google AdSense damit verbunden. Jetzt bin ich dabei, Pixel, Facebook Pixel mit der Seite zu verbinden, sodass ich dann später, wenn ich die ersten 1.000, 2.000 Euro verdient habe, mit euch gemeinsam Retargeting-Ads schalten kann für meine Seite. Retargeting-Ads sind Werbung, die nur Leute erhalten, die bereits auf meiner Seite waren und nichts gekauft haben. So genau kann man heutzutage Werbung schalten und das werden wir uns gemeinsam, sobald wir die 1.000, 2.000 Euro erreicht haben, zunutze machen. Ich habe das Ganze natürlich so geplant, dass wir das organisch wachsen lassen und da nicht Unmengen an Geld reinpumpen oder Unmengen an anderen unfairen Vorteilen reinbauen, die andere Menschen vielleicht nicht hätten. Ja? Ich möchte, dass das wirklich jeder auch umsetzen kann. Also versuche ich das Ganze organisch wachsen zu lassen und nur von dem Geld, was ich einnehme mit der Seite, versuche ich die Dinge zu finanzieren, die die Seite dann noch langfristig voranbringen. Weil mit einzelnen Verkäufen, ohne Werbung, ohne Influencer, ohne Kooperation kommt man nicht auf 100.000 Euro, zumindest nicht zeitnah. Und ich möchte das Ganze wirklich innerhalb von einem Jahr schaffen. So, und dann hast du wahrscheinlich gesehen, dass ich in letzter Zeit sehr, sehr viele Videos zum Thema Instagram rausgehauen habe. Zum einen hat das natürlich den Grund, dass Instagram auf YouTube sehr gefragt ist und relativ viele Klicks bekommt. Allerdings war das wirklich nur nebensächlich und ein Benefit von dem, was ich eigentlich gemacht habe. Ich habe mich nämlich so intensiv mit Instagram beschäftigt, weil ich überlegt habe, was sind die besten kostenlosen Seiten oder die besten kostenlosen Mittel, wie man kostenlos Traffic auf seine Website, auf seinen Shop bekommt. Dann gibt es natürlich zum einen die Kaltakquise, die ich sehr lange und ausgiebig ausprobiert habe. Und das funktioniert folgendermaßen. Wir gehen jetzt einfach mal beispielsweise dafür auf YouTube und gucken uns jetzt mal ein Beispiel an. Dann würden wir jetzt einfach mal eingeben, Swimmingpool, ich habe das jetzt vorher nicht rausgesucht, irgendwas, Swimmingpool, und dann würden wir nach Filter gehen, diesen Monat, und jetzt mal angenommen, das wären jetzt deutsche Videos, dann würden wir jetzt auf den Kanal drauf gehen, dann würden wir uns den Banner angucken, dann würden wir sehen, okay, der Banner ist blöd, oder in dem Fall ist der Banner natürlich cool und passt auch, aber wir nehmen jetzt mal an, der Banner wäre blöd, dann würde ich in die Kanalinfo gehen, und mir die geschäftliche E-Mail raussuchen und denjenigen dann persönlich anschreiben. So habe ich das lange Zeit gemacht. Allerdings ist mir dann nach kurzer Zeit, nach einer Woche circa aufgefallen, dass die allermeisten Leute, wenn ich 100 E-Mails rausgeschickt habe, haben wirklich nur 5 geantwortet. Entweder lesen die anderen Leute die E-Mail nicht oder die E-Mail ist wirklich nur so eine Spam-E-Mail oder die Leute wollen mir nicht antworten und das kam mir wirklich relativ ineffizient vor. Also habe ich geguckt, was ist eine bessere Alternative und dann habe ich halt rausgefunden, dass Instagram super easy ist. Super easy zu wachsen, sehr schnell, sehr viel organischen Traffic bekommen kann und dann mit diesem Traffic einzelne Verkäufe erzielen kannst. Ich habe ja bereits Videos zum Thema Instagram gemacht und das Ganze auch schon in einzelnen Schritten erklärt, wie du deine Seite organisch zum Wachsen bringen kannst. Allerdings hast du jetzt nicht nur den Vorteil, dass wenn deine Seite wächst, du mehr Klicks auf deine Website bekommst und damit eventuell Verkäufe erzielst, sondern du kannst natürlich auch per Direct Message die Leute anschreiben. Also habe ich das Ganze gemacht, YouTube Deutschland, Hashtag YouTube Deutschland, YouTuberinnen und so weiter und so fort, also deutsche Hashtags für YouTuber rausgesucht und das gleiche auch für Businessleute, so Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Selbstständigkeit und so weiter und so fort, weil ich ja auch Visitenkarten anbiete. Dann suche ich mir die Leute raus in den Recent Posts, also in den letzten Posts, gucke mir deren Profile an, ob das eventuell passen könnte und schreibe denen eine passende Direct Message zu ihrem Kanal und mache ihnen ein Angebot. Ich biete YouTube-Kanalbanner an, ich biete Visitenkarten an, die sind gerade im Angebot. Ich könnte die auch individuell für dich erstellen, wenn du möchtest. Wir liefern innerhalb von 24 Stunden und so weiter und so fort. Das habe ich dann ein paar Mal gemacht, gar nicht so oft. Ich habe das jetzt erst 2 Tage getestet, würde ich mal so sagen. Am Anfang war ich erstmal darauf konzentriert, wirklich zu lernen, wie die Plattform Instagram an sich funktioniert. Und das habe ich, denke ich, sehr, sehr gut verstanden jetzt. Und ich habe auch sehr gute Erfolge damit erzielen können. Ich habe jetzt die Bilder im Hochformat gemacht. Ich habe die passenden Hashtags benutzt. Ich habe Stories gemacht. Ich habe alle SEO-Tipps so angewendet, die man so anwenden kann bei Instagram. Und ich habe mich wirklich sehr intensiv damit beschäftigt und die besten Tipps für euch rausgehauen.
Und ja, dann habe ich gewisse Leute angeschrieben, habe auch oft Feedback bekommen und auch viele Zusagen bekommen. Allerdings wollten die Leute meistens noch, okay, ich habe gerade kein Geld, ich würde das dann irgendwie nächsten Monat machen oder ich habe noch Visitenkarten, wenn die alle sind, dann würde ich gerne bei euch bestellen und so weiter und so fort. Also ich habe Zusagen bekommen, unverbindliche Zusagen, muss man natürlich dazu sagen. Allerdings habe ich deutlich bessere Resonanzen bekommen als bei der E-Mail-Kaltakquise. Das muss ich wirklich dazu sagen. Und dann habe ich langsam Blut geleckt. Als ich gemerkt habe, okay, das erste Feedback, was ich bekomme, das ist gut. Als ich gemerkt habe, okay, die ersten Leute steigen darauf ein, sind daran interessiert, gucken sich zumindest die Seite an und ich sehe in Instagram, weil ich ein Business-Profil habe, wie viele Website-Klicks ich pro Tag habe, dass die Leute dann auf die Website klicken. Und ja, da kam ich mit mehreren Leuten ins Gespräch und jemand brauchte dann einen Kanalbanner plus ein Logo. Und da ich ja noch am Anfang stehe, mache ich super günstige Preise, um erstmal Erfahrungen zu sammeln in diesem Bereich. Ja, ich weiß zwar natürlich, wie das funktioniert, allerdings möchte ich Erfahrungen in diesem Bereich für dieses Business sammeln. Dann möchte ich natürlich auch einen Kundenstamm aufbauen, also Leute gewinnen, die dann immer wieder bei mir kaufen. Also mache ich anfangs sehr, sehr günstige Angebote, wie zum Beispiel ein Drogendealer. Wenn Drogendealer versuchen, andere Leute abhängig zu machen, dann schenken die Drogen erstmal den Leuten oder geben die Drogen erstmal ganz günstig und dann später machen die Preise dann hoch, wenn die Leute schon abhängig sind, wenn die Leute dann schon von dir abhängig sind, von dem Service, den du anbietest, von dem Produkt, das du anbietest. Ist natürlich jetzt ein hartes Beispiel, aber ich denke, ihr versteht, was ich damit sagen will. Ich biete also den Service super günstig an. Ich habe also angeboten, ein individuell erstelltes Logo zu erstellen, plus ein Banner aus meinem Shop für 25 Euro. Das ist natürlich super günstig. Ich biete die Banner ja zurzeit an sich für 25 Euro an. Ich wollte allerdings einfach mal den ersten Sale haben und schon habe ich den ersten Auftrag bekommen. Ich habe den Auftrag also ausgeführt, habe das fertige Produkt dem Kunden vorgestellt, natürlich mit einer Watermark, sodass er das Produkt nicht direkt verwenden kann. Hat sich das angesehen, war überzeugt und dann ist der erste Verkauf zustande gekommen. 25 Euro um 15.39 Uhr, wie ihr sehen könnt, ist jetzt 16.05 Uhr, erst eine halbe Stunde später, gerade meinen ersten Verkauf gemacht und so werde ich das Ganze jetzt auch weitermachen. Anfangs, wie gesagt, sehr, sehr günstige Preise und später, wenn das Image der Firma steigt und immer mehr Leute bestellen wollen, die Preise später anheben. Erstmal Reputation aufbauen, die Marke an sich, null Projekt voranbringen, am besten natürlich auch Influencer ans Land ziehen, die dann meine Marke, mein Service, nullprojekt.de weiterempfehlen, für die Leute kostenlos etwas erstellen und wie gesagt eine Reputation aufbauen. Wenn man erstmal gefragt ist, wenn Nullprojekt erstmal bekannt ist, dann kann man die Preise immer noch hoch machen. Weil die Leute wissen, okay, wir kriegen ein gutes Produkt oder einen guten Service für einen fairen Preis. Ja, und wie gehe ich jetzt weiter vor? Ich habe jetzt überlegt, okay, man kann SEO-Optimierung auf der Seite machen. Ich schreibe ab und zu noch Blogartikel, ganz, ganz wichtig. Später werde ich das auch von dem Geld, was ich verdiene, outsourcen. Das Ganze werde ich auch in Videos zeigen, wie das Ganze funktioniert. Allerdings werde ich mich jetzt zu 90% auf Instagram konzentrieren. Ich werde die Seite hochpushen auf erstmal 500 Follower, 1000 Follower, 10.000 Follower. Und somit gleichzeitig auch immer mehr Kunden gewinnen. Ja? Ich werde die Kunden direkt anschreiben, ich werde auf alle Kommentare antworten, die ich bekomme. Ich werde auf alle Direktmessages antworten, die ich bekomme und somit die Kunden bekommen und die ersten 1.000, 2.000 Euro verdienen. Und sobald wir dann diese ersten 1.000, 2.000 Euro verdient haben, was ja gar nicht so viel ist, wenn man jetzt mal von 25 Euro bis 50 Euro pro Auftrag im Durchschnitt ausgeht, wenn die Leute ja noch ein Logo beispielsweise dazu haben wollen oder eine speziell angefertigte Visitenkarte, keine aus dem Shop, dann kann man auch von 50 Euro oder sogar mehr davon ausgehen. Aber wir gehen jetzt mal von, sagen wir mal, 25 Euro bis 50 Euro aus. Dann sind wir schon bei 10 Verkäufen bei 250 bis 500 Euro und bei 40 Verkäufen haben wir dann die 1000 bis 2000 Euro Marke erreicht. Ich brauche jetzt also circa 39 Verkäufe, um diese magische Marke von 1000 bis 2000 Euro zu erreichen und dann kann der Spaß erst richtig anfangen. Ich gehe davon aus, dass ich diese Marke diesen Monat sogar noch erreichen werde. Wenn nicht, ist das Ganze auch nicht schlimm, dann werde ich es im nächsten Monat erreichen. Ich werde jetzt allerdings Gas geben auf Instagram, meine Seite voranpushen, alles geben, was ich nur kann und euch regelmäßig Updates zu diesem Thema Nullprojekt geben. Und ich hoffe natürlich, dir hat dieses Video gefallen. Ich weiß, es war sehr, sehr langatmig und ich hätte es wahrscheinlich auch kürzer fassen können. Ich war allerdings jetzt immer noch in der Euphorie, den ersten Verkauf geschafft zu haben, dass ich ihn euch endlich präsentieren kann. Und jetzt bin ich motiviert,
die restlichen 1000 bis 2000 Euro zu verdienen, um dann richtig loszulegen. Ich hoffe, du bleibst weiter dran bei diesem Projekt. Ich hoffe, du verfolgst weiter den Werdegang von 0-projekt.de. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir ein Like und ein Abo da. Und wenn nicht, dann schreib mir in die Kommentare, was dir nicht gefallen hat, sodass ich weiß, was ich bis zum nächsten Mal verbessern kann. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Haut rein!